Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Kart 8 Deluxe. Wir haben hier zwei neue Cups von Nintendo bekommen, einmal den Fels Cup und einmal den Mond Cup. Aber heute zocken wir erstmal den Fels Cup und den Mond Cup dann im nächsten Part. Wir werden natürlich alle zocken, nur liegt das leider nicht in meiner Verantwortung, wann das passieren wird, weil Nintendo muss natürlich erstmal die Cups releasen. So, und wir zocken direkt die London-Tour. Ja, mal schauen, wie das so wird. Ich habe Mario Kart Tour schon sehr lange nicht mehr gespielt, genauso wie Mario Kart 8. Deswegen mal schauen, an was ich mich erinnern kann und wie ich mich heute anstelle vor allem. Weil, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich Mario Kart 8 gespielt habe, war, als ich den neuen Cup, den letzten Bonus-Cup aufgenommen habe. Und deswegen musste ich jetzt auch leider nochmal die Audio-Sachen hier einstellen, also Mikro und hier das, was im Spiel passiert. Und ich hoffe, es passt alles. Ich hatte, also wer ein paar mehr Videos von mir geschaut hat, weiß, ich hatte schon öfter Probleme mit den Soundeinstellungen. Ja, anscheinend bin ich nicht so der Beste in Soundsachen. Es hört sich irgendwie immer geil an, aber gerade wenn man dann das Mikro verschiebt oder keine Ahnung, es kann auch sein, dass man, wenn man am Rechner zockt, dass man dann halt vielleicht nochmal das Spiel bei sich lauter macht. Dann jetzt natürlich auch lauter aufgenommen, ist klar. Deswegen hatte ich da immer so ein paar Probleme. Aber ich hoffe, wie gesagt, das passt alles. So, dieser Cup und auch der nächste, den wir uns dann vornehmen werden, der Mondcup, die sahen eigentlich ganz geil aus, so von den Strecken. Also es war nichts dabei, wo ich mir so dachte, ernsthaft Nintendo, unnötig oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, ich fand die eigentlich so ganz geil und generell bei der Community scheint die auch ganz gut angekommen zu sein, so von dem, was ich gehört habe zumindest. Ich meine, diese Strecke hier ist zwar nicht die geilste, klar, ist aus Mario Kart Tour, deswegen ist die etwas monotoner, aber gerade Blätterwald heißt er. Der Blätterwald, der ist echt geil und auf den freue ich mich auch schon. Nur ich weiß nicht, in welchem Cup ist der? Ist der in diesem oder ist der im Mondcup? Boah, ich habe mich gerade so scheiße angestellt. Oder beziehungsweise die ganze Runde über. Aber ich scheine das hier ganz gut nach Hause fahren zu können. Ich hätte einfach mal ein Maul halten sollen. Oh, schöner Rückenwind. Heißt da, glaube ich. Nee, Windschatten. Schöner Windschatten. Rückenwind, Alter. Nee. Rückenwind kommt ja von hinten und gibt dann einen Schub. Egal. Wir haben den ersten Platz. Let's go. Sehr, sehr schön. Der Drift war echt geil. Dazu dann auch noch der Windschatten, das hat's echt rausgerissen. Hätte ich nicht gedacht. Auch sehr gut war, dass Bowser Jr. dann nochmal in den blauen Panzer reingefahren ist, der mich getroffen hat. Ja, gut, jetzt... Ja, nee, ist okay. Ich wollte gerade sagen, es gibt nichts, wo ich mir gedacht habe, unnötig Nintendo. Wollte meine Aussage gerade dann wieder zurückrufen quasi, aber das hier scheint jetzt eigentlich doch ganz geil zu sein. Ich würde sagen, gelungenes Remake. Von dem Berufsfahrt. Das ist echt geil.
schöne Idee, dass man hier durchs Wasser fahren kann. Ich meine, es war naheliegend. Oder? Das war doch so beim alten Ruhfahrt, oder? Was? Warum? Okay, es hat nicht gezählt. Aber es kann auch sein, dass ich mich falsch erinnere. Keine Ahnung. Aber warum wurde denn gerade ich von dem blauen Panzer anvisiert? Gut. Scheißegal, ich versuche trotzdem hier den ersten zu holen natürlich. Gebe weiterhin mein Bestes und den Blitz finde ich zwar jetzt nicht so geil, aber auch nicht so scheiße. Weil dadurch kann ich zumindest wieder etwas aufholen. Okay, schön. Damit habe ich es eigentlich schon. Hab zwei Pilze. Kann die hier schön benutzen. Und direkt in den erweiterten Driftboost rein. Und dann haben wir es auch ganz locker nach Hause gefahren. Wunderbar. Mal schauen, was war die nächste Strecke? Ich habe übrigens immer noch nicht die... Ah, yo, der Gebirgsfahrt. Oh ja, der ist geil. Oh mein Gott. Okay. Das ist geil. Das ist eine... Ja gut, eine meiner Lieblingsstrecken möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, doch. Doch, eigentlich schon. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsstrecken. Einfach nur von der Aufmachung. Ich habe... oder vom Visuellen her. Ich habe den 3DS-Teil Mario Kart 7 nie gespielt. Aber hier diese Strecke, die habe ich gesehen und habe sie eigentlich direkt gefühlt. Also hier hat man wirklich genug Abwechslung. Schön viel Gebirge, schön Wald und Flugpassage und so weiter. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Da kann man sich echt nicht beschweren. Hä? Warum hat er die jetzt weggeworfen, die Banane? Naja, was auch immer. Auch kacke, dass mich gerade der, dass da rote Panzer angeflogen kommen. Aber, ich war zum Glück auf so einem Busstreifen, also konnte ich direkt weiterfahren. Sehr nice. Genau, ich habe eben was angefangen und nicht zu Ende geführt. Und zwar habe ich den letzten Cup immer noch nicht zu Ende gespielt. Auf 3 Sterne, aber das werde ich natürlich noch machen. Ich möchte dann natürlich hinterher zeigen, was es dafür gibt. Wenn es da überhaupt was für gibt. Aber ich schätze mal, und ich stelle mich gerade echt dumm an. Und bei Itemkästen sollte ich auch, ja genau, die Items loswerden. Das hat jetzt der Blitz für mich erledigt. Danke dafür. Wäre allerdings nicht nötig gewesen. So, hier kriegen wir ein neues Item. Dann können wir uns schön wieder vor... Okay, toll. Wir hätten uns jetzt vor einem blauen Panzer schützen können. Ich habe mich aber schon darauf vorbereitet, eine Banane zu bekommen. Oder einen Panzer, wie auch immer. Und den dann so hinten dran zu hängen. Geht natürlich nicht. Bei der Hupe. Die setzt man direkt ein. RIP Hupe und fast auch RIP ich. Da wäre ich fast in den Baum reingeschallert und ich glaube, dann hätte ich nicht meinen ersten Platz bekommen. Okay. Gerade nochmal gut gegangen. Gehen wir nochmal hier richtig ab. Ja, okay, ich wollte eigentlich den Boost-Streifen benutzen, aber gut, dann halt nicht. Kommt der nächste rote Panzer, der ist glücklicherweise da hängen geblieben. Aber wir hätten auch eine Banane gehabt. Vollkommen wurscht. Drittes Rennen, erster Platz. So soll's sein. Dann brauche ich ja auch nichts nachspielen. Und kann direkt den nächsten Part aufnehmen. Obwohl ich wahrscheinlich sowieso den nächsten Part direkt aufnehmen würde. Wohl, eigentlich habe ich auch ziemlich Bock auf Mario Kart.
eigentlich habe ich auch mal wieder so richtig Bock. Also irgendwie auch schade, dass ich das nicht hinbekomme. Andersrum. Dass ich es hinbekomme, hier die 3 Sterne zu holen. Also Unglück im Glück quasi. Sehr interessant. Kommt auch nicht oft vor. Und boah, die Texturen sehen so geil aus. Schön hier mit Baumtexturen und nicht einfach nur alles mit Blättern übersät. Und ja, das sieht geil aus. Das, Nintendo, gute Arbeit. Haben sie gut hinbekommen. Dass da auch eine Rampe ist, anstatt nur so eine kleine Lücke, finde ich auch besser. Oh, sieht die Strecke geil aus jetzt. Yo. Gut, hierzu werde ich aber auch viel mehr sagen können, weil Mario Kart Wii habe ich sehr, sehr intensiv gespielt als Kiddy. Meine erste Konsole war der Nintendo DS. Kurze Zeit später kam natürlich dann auch die Nintendo Wii, weil, ja, Nintendo DS mit N64 für den DS hat mega gebockt. Und da wollte ich dann natürlich auch direkt die Wii haben, ne? Ich wollte natürlich die geilen Momente, die ich auf dem DS hatte, weiterführen mit der Wii. Und jetzt habe ich ein bisschen verkackt, den Satz. Ich wollte natürlich die geilen Momente, die ich auf dem DS hatte, weiterführen oder nochmal erleben, wie auch immer. Und dazu hat sich die Wii natürlich sehr gut angeboten. Oh scheiße, ich dachte, ja okay, jetzt kommt sowieso ein blauer Panzer. Ich dachte, das wäre letzte Runde, aber nee. Und da macht es nur Sinn, dann eine weitere Nintendo-Konsole haben zu wollen. Und das war halt eben damals die Wii. Also nach dem DS habe ich mir auch nicht gedacht, ja, wie wäre es mal hier mit einer der Konsolen von den anderen Herstellern, also keine Ahnung, Microsoft oder Sony, wie auch immer. Sondern ich habe mir wirklich direkt gedacht, okay, Wii muss dann eigentlich schon sein. Eigentlich ziemlich überraschend, dass ich als Kiddy schon so weit, okay, was jetzt so weit denke, oder sagen wir mal, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, was so hätte schlau sein können. Weil ich habe nicht einfach nur gedacht, oh geil, noch mehr, noch eine Konsole oder wie auch immer, sondern wirklich, hey, guck mal, Nintendo war geil. Ich habe da auch alle Spiele quasi durchgespielt, die ich spielen wollte. Also Mario 64 für den DS, New Super Mario Bros., den Teil, dem Mario Bros. Teil für den DS. Und ja, paar Professor Layton Spiele. Professor Layton würde ich eigentlich schon ganz gerne nochmal spielen, aber keine Ahnung. Ich, am allergeilsten wäre sowas natürlich mit Community. Ist klar. Dass man vielleicht sogar zusammen rätseln kann. Dann mit im Chat die Sachen lesen kann. Das wäre eigentlich schon geil. Aber gut. Zukunftsmusik, meine lieben Leute. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, was dann wahrscheinlich der Mondcup sein wird. Bis demnächst und ciao.